vom Süden in den Norden, vom Kaiserstuhl nach Hamburg. In ihrem Restaurant stellt Cornelia Poletto ihr neues Kochbuch vor. Pressetermin. Die Köchin mit einem Faible für italienische Küche ist ein Star in Hamburg. Ihr Restaurant ist jeden Abend ausgebucht. Von Beginn an hat Cornelia Poletto auf die beste Qualität ihrer Produkte geachtet. Es hat ein wenig Zeit gebraucht, aber nun funktioniert es. Vor allem regionale Erzeuger garantieren diese hohe Qualität. Es muss nicht immer Fisch aus dem Mittelmeer sein. Er kann auch ruhig aus der Nordsee kommen. Cornelia Poletto kocht nicht nur für Liebhaber italienischer Küche. Sie kocht auch mit Kindern und Jugendlichen, hier aus der Hamburger Stadtteilschule Lurup. Ihr seid die Ersten, die fertig sind, ne? Hallo erstmal, ich bin Cornelia. Hallo. Hallo. Ciao, Nico. Die Lara, hallo. Ich habe ja ein paar verschiedene Rezepte mitgebracht. Ihr habt das große Glück, dass ihr die erste Gruppe seid. Ihr könnt euch im Grunde genommen eure Lieblingspaste aussuchen. Klassiker? Ja, das, also Spaghetti, Aglio, Olio, Peperoncini kann man zu jeder Tages- und Nachtzeit essen. Egal, ob man morgens um 3 nach Hause kommt oder mittags um 12, völlig egal, geht immer. Also für mich ist es immer wieder wichtig und echt eine große Freude, mit Kindern zu kochen und auch ein bisschen Begeisterung vielleicht rüberzubringen, wenn es ums Kochen geht. Und auch tatsächlich den Stolz der Kinder zu wecken, mal etwas Eigenes gekocht zu haben und hinterher dazustehen und sagen, hier, guck mal, das habe ich selbst gemacht. Abschneiden. Dann hier längs halbieren und dann legen wir die an die Seite und nehmen nur das Rote von der Chili, weil ihr wollt ja alle nicht so super scharf, oder? So, hier einmal durchschneiden, richtig. Und dann kannst du es einfach in schöne, dünne Streifen schneiden. Ja? Ruhig die größere, weil ihr müsst immer überlegen, wenn wir gleich den Knoblauch da drin anschwitzen, dann kommt auch hinter die Pasta dazu. Ich habe mehr gelernt beim Kochen, zum Beispiel wie man eine Chilischote schneidet, weil ich wusste nicht, ich habe einfach irgendwie geschnitten, hat uns das gezeigt in den Streifen und dann sah das auch nachher viel schöner aus. Und dann kann man immer mal zur Probe so ein kleines Stückchen Knoblauch reintun. Und wenn man dann sieht, dass das anfängt zu brutzeln, dann kannst du die anderen auch dazu tun. So, jetzt merkst du, dass der anfängt zu brutzeln, der Knoblauch. Jetzt kannst du den Rest dazu tun. Guck mal, hier musst du gucken, wenn du jetzt hier deine Hände so hast, dann kann das natürlich mal ganz schnell passieren, dass doch ein Stückchen Haut dazwischen ist. Und dann machst du es lieber so, dass du wirklich die Hand hier oben drauf legst. Weißt du, dann bist du auf der sicheren Seite, weil so manchmal guckt man in die Gegend und dann plötzlich schneidet man sich doch einen Finger. Dann kannst du das so ein bisschen hin und her schütteln. Ich habe ein Basilikum geschnitten mit einem sehr guten Messer. Hat super funktioniert. Und die Schneidtechnik werde ich auf jeden Fall behalten. Dann können wir gleich, wenn du die Zwiebeln da gemacht hast, dann können wir die anschwitzen in etwas Olivenöl mit dem Knoblauch zusammen. Dann können wir eine ganz kleine Prise Zucker dran geben. Das ist auch noch mal schön für den Geschmack. Kannst du hier auch noch ein bisschen mehr. Hattest du schon Zucker dran? Okay, super. Wie viel denn? Ja, das brauche ich noch ein bisschen großzügiger. Ja? So, und jetzt schwitzt das an, ganz wichtig, Knoblauch und Zwiebeln. Immer gucken, dass sie nicht zu dunkel werden, weil dann werden sie natürlich auch bitter. Jetzt kannst du mal anfangen, da die Tomaten dazu zu geben. Dann können wir dann gleich hier, das kann gleich Raffaela machen, so ein bisschen grob zerhacken. Die verkocht sich nachher. Ganz die Fernsehköchin. Auf hilfreiche Kochtipps folgen handwerkliche Arbeitshinweise. Learning by doing. So einfach wird Lust zum Kochen geweckt. Jetzt probieren wir noch ein zweites Mal. Und das war's schon. Mehr braucht man nicht. Nur noch einmal abzuschmecken. Einmal durchschwenken. Okay? So, dann könnt ihr die gerne essen, ne? Die Nüsse da hineingeben. Es gibt immer mehr Kinder, die übergewichtig sind, die überhaupt keine frische Küche mehr kennen, wo nur Fertiggerichte auf dem Teller sind. Und ich glaube, wenn jeder versucht, so ein bisschen was dazu beizutragen und auch mal zu sagen, weißt du, wie toll eigentlich eine ganz einfache Spaghetti mit einer selbstgemachten Tomatensauce schmeckt, dann sind wir, glaube ich, schon auf einem guten Weg. Aber das kann sich auch jeder selber machen. Ich kann das nicht. Nimm mit dem zweiten Löffel.
sein. Das Wichtigste beim Kochen ist immer, dass man selber probiert, weil erst wenn es einem selber gut schmeckt, dann kann man das natürlich auch anderen Leuten anbieten. Und dann nimmt man sich einfach so ein bisschen Pasta raus. Das könnt ihr jetzt auch machen. Wenn ich das mache, darfst du das natürlich auch. Die Spaghetti hat mir sehr gefallen mit der Soße, weil ich habe eigentlich noch gar nicht so eine Soße probiert. Also die war sehr lecker, sogar besser als Spaghetti Bolognese, finde ich. Und ja, das ist die beste Soße, die ich hier probiert habe von Spaghetti. Zum Abschluss gibt es noch Autogramme. Immer mehr Schulen in Hamburg interessieren sich inzwischen für Projektwochen und Kochkurse mit der Köchin. Im Restaurant geht es weiter. Statt Pasta nun Risotto. Cornelia Poletto ist sich darüber im Klaren, dass die Schüler von heute die Gäste von morgen sind. Aber ihr ist auch einfach nur wichtig, dass in den Familien wieder vernünftig und gesund gekocht wird. Also ich glaube, eins ist ganz, ganz klar, dass sie natürlich guten Geschmack, aber der braucht immer eine Basis. Und die Basis findet eben tatsächlich bei Kindern zu Hause statt. Es ist total unabhängig von dem, was zu Hause, welches Niveau da sich abspielt, welche Einkommensklasse bei den Eltern. Ganz im Gegenteil, es sind oft die einfachen Familien, wo noch mehr zu Hause gekocht wird und die Kinder einen Riesenspaß am Kochen haben. Und die Schulküchen? Teilweise kommt es hier sogar zu schweren Erkrankungen bei den Schülern. Erdbeeren aus China, was haben die in deutschen Schulküchen zu suchen? Es gibt einfach Großküchen, die produzieren für viele, viele tausend Kinder ein Essen, was eben tatsächlich dann auch mal daneben gehen kann. Und ich glaube, mal ein bisschen mehr in die Eigenverantwortung zu gehen und zu sagen, wisst ihr was, wir Eltern, wir müssen gemeinsam, auch ruhig mit den Großküchenleuten, ohne Frage, etwas, ein Modell finden, wie wir frischeres Essen, schmackhafteres Essen und energiespendenderes Essen auf den Tisch bringen können. Und das wäre, glaube ich, das wäre schon ein super Ansatz. Schulen, Eltern und Großküchen, sie müssen Verantwortung übernehmen und zusammenarbeiten. Das ist das Credo von Cornelia Poletto.